Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Runde, Folge und Runde und Folge TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Heute geht's mal wie, na, nicht mal wieder, sondern im älteren Modus. Da habe ich gerade mal 9 Decks. 9! Ja, ich habe auch so viele Karten. Nein, habe ich leider nicht. Aber ich habe jetzt trotzdem noch ein Deck mir zusammengebastelt. Und zwar mit Knogger. Mit Knogger, kein Knogger Turbo, weil es in diesem Format kein Knogger Turbo gibt. Ein Knogger-Deck. Falls euch noch erinnert, in irgendeinem Part hat mich Knogger nicht enttäuscht. Oder in Livestream oder was auch immer das war. Mit Knochen oder Knochenmerang. Doppelkopf, 120 Schaden. Richtig nice. Ja, richtig nice. Und das krasseste ist, wenn ich es schaffe, ein Machomai mit Zeugnis Selbstkontrolle einzusetzen, Resistenz ignoriert auf das resistente Pokémon wie Lugia EX, wie sämtlichen Vogel-Pokémon oder anderen Pokémon, die eine Resistenz gegen Kampf haben, wenn ich dieses Pokémon draußen habe. 120 in your face, vielleicht sogar 150 mit Silberreif. Gegen Pokémon EX, gegen Dingens, in your face, richtig geil, wenn es natürlich funktioniert. Davon abgesehen. Ansonsten habe ich jetzt einfach mal Demeteros mit eingebunden. Ich hatte sonst keine andere Verwendung dafür. Das sind die Demeteros, die ich aus dem Versus-Modus, aus dem letzten Versus-Modus genommen habe. Hier auch Hammerkopf, resistenzlos dann und 30-30 Schaden. Richtet auch jede Menge Schaden dann an auf der Bank. Und einfach ein Damioplex, um halt Pokémon zu holen. Also, Bewirrung muss nicht zwingend sein, aber eigentlich habe ich es nur zum Opfern da und für Familienruf 2 Basiskarten mit eingesteckt. Ansonsten hätte ich hier noch Kommunikation, um schnell ein Machomai zu holen mit Sonderbonbon. Risiko ist es halt, weil ich nur eins von jeder Sorte habe. Wenn ich jetzt jeweils 2 hätte, dann hätte ich keinen Damioplex dabei gehabt. Ansonsten Heilung, Levelball für Knogger. Pokédex einfach mal so, weil ich es so gut wie gar nicht verwende. Ist wirklich ein Fun-Deck. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ausrüstung Entsorger, um halt Gegner zu ärgern. EP-Teiler, um halt an diversen Pokémon vielleicht sogar noch Energie ran zu schaffen. Vielleicht sogar an Damioplex. Mal gucken. Ansonsten Professor Linz, um Machomai zu holen, um Knogger zu holen. Also Nachahmerin, kommt drauf an, wie viele Karten der Gegner hat. Esche, um halt versuchen, natürlich einen neuen Kartenbau hinzulegen. Doppelfarblos, auch für Knochenmarang. Ich brauche nicht zwingend Knocheneinschlag. Wenn eine Startkarte da wäre, ist natürlich vorteilhaft, aber Knochenmarang macht trotzdem mehr Schaden. Ich wollte 4 Knogger mitnehmen. Was hindert mich daran? Das blöde Tragosso. Ich habe nur 3 Stück davon und auch nichts anderes. Ich wollte ansonsten 4 mitnehmen. Aber naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wenn Schlangendeck kommt, das wird wahrscheinlich mega schwer sein. So, älteres Format. Am einen Freitag. Warum denn mal? Warum denn nicht? So, Doppelkopf habe ich es einfach genannt. Man braucht einen Doppelkopf, um 120 Schaden anzurichten. Mal schauen, wie ich mich hier durchschlage. Das wirklich wortwörtlich. Begrüßen wir Noramann und ich nehme Kopf und es ist Kampf und ich an, damit ich Energie und dann in der nächsten Runde entwickeln kann, falls ich schnell einen Knogger habe. Okay. Okay. Richtig nice. Ich könnte eigentlich auch EP-Teile an Machomai geben. Handwerkskunst. Handwerkskunst.
Ich leg direkt eine Doppelfarblose an. Und Donphan. Schönes Deck schon mal. Ah, okay. Und ein Machomai auch noch. Meine Stimme versagt gerade. Er gibt auf! Ich hatte so ein schönes Blatt! Ach komm schon! Ach komm schon! Ach Mann! Das ärgert mich jetzt gerade. Ich hatte alles auf der Hand, was ich haben möchte. Doppelfarblos, Lind und direkt 120 Schaden vielleicht anzurichten und das Duell dann so zu gewinnen. Ach Mann, ist das ärgerlich. Gut, nächste Runde, ein Win, zähle ich dazu. Ging schneller als erwartet. Naja, was soll's. Es kann nur noch schlimmer werden, habe ich das Gefühl. Oh, farblos. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Einen Schwächevorteil. Ja, mal gucken, ob er auch aufgibt. Moment. Farblos heißt nicht unbedingt Schwäche. Resistenz. Leute. Wenn da jetzt haufenweise Pokémon sind. Gut gespielt. Hallo. Hallo, Mr. Busk. Was geht? Mr. Was geht? Gespielt? Gespielt? Ach ja, du hast ein schönes Deck. Ja, kannst du mal bitte die Münze mal werfen? Komm schon. Go, go! Ich will schreiben, aber ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Willst du, dass ich aufgebe? Wie wär's mit, nein? Ich habe den Münzwurf gewonnen. Das heißt, ich fange an. Und bekomme gerade natürlich... Weißt du was? Nö. Nein. Nein. Ich weiß, was für ein Deck du hast. Nein. 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 Es hat nicht geklappt. Oder war das nur Zufall, dass er jetzt siebenmal... Ah, ne, doch nicht. Ich weiß, was du vorhast. Schönes Deck, aber nein. Nein. Nicht mit mir. Da hast du den falschen ausgewählt. So. Jetzt hast du nämlich das Aktive drin. Und jetzt bist du gezwungen zu spielen oder aufzugeben. Ziemlich gemein, oder? Aber der hat angefangen. Kannst so lange warten, wie du willst. Ich warte. Du glaubst auch nur, dass du da einen Trick dadurch kannst. Das funktioniert mittlerweile nicht. Also nicht mehr bei mir. Ich warte. Ich hab Zeit. Leute, ich hab Zeit. Ah, oh, I love it. Komm. Der spielt so weit auf Zeit. Also wenn er damit auf 2000 kommt, ne, dann fresse ich ein Stück Wurst. So, ich wollte einen Besen sagen, aber nee. Ein Stück Wurst, ja. Kann überhaupt kein Besen essen. Das geht gar nicht. So, mal gucken. Ich ziehe zwei Karten. Den Rest bitte nicht. Oh! Oh, nice. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn? Hä? Einsamer Knochen. Das ist eigentlich uninteressant. Ich hole jetzt schon mal. Oh, nice.
Nice. Einsamer Knochen. Also ein Trick. So. Liegt da was an? Spiel Benny. Kann leider nichts machen, okay. So, was er machen kann, ist natürlich nur eine Energie anlegen. Dann warten wir jetzt, bis seine Zeit abgelaufen ist. So. Gucken wir gleich mal wirklich, ob der jetzt nur ein Haspirot. Man muss ja ein Pokémon drin haben. Okay, als nächstes. Machen wir das so. So. Komm, Spiel N. Dann hat er mal eine Abwechslung. Dann hat er nicht nur 7 oder 8. Oh. Oder andere Energiekarten. Jetzt hat er noch mal so viele Energiekarten. Mach dich von Acker. Könnte ich eigentlich auch weiter heute benutzen. Das Duell auch schon vorbei. Wir holen uns beiden. Ah, direkt auf der Bank. Oh, das ist gut. Das ist gut. Werde ich direkt danach entwickeln. Also, ich kriege hier aber echt auch Gegner, ne? 2 Wins? Was will ich mehr? So, jetzt muss er nur noch beenden und sag einfach mein schönes Deck. Und ja, hast gut gespielt. Und beende einfach jetzt mal den ganzen Klabau. Und er meint, dass er damit gewinnt. Falsch. Falsch, nicht mit mir. Aber er hat doch zügiger gespielt, als erwartet. Zu sein. Als erwartet. Hat er jetzt tatsächlich nur Pflanzenenergie oder hat er auch andere Energie? 50 Coins. Nur Pflanzenenergie. Hat er immerhin Abwechslung hinten, ne? Mal andere Pflanzenenergie, mal andere Pflanzenenergie. Naja, gut. Kriege ich jetzt noch ein Win? Ein Win. Ein Win, dann habe ich Darkrai geholt. Ah! Oh, Psychokampf. Hey. Das ist doch ein Gegner, gegen den man denn spielen möchte. Dewboss. Dewboss entscheidet, wer anfängt. Hoffe mal ich, aber glaube nicht, dass er das sagt, dass ich ab. Irgendwie ist das gerade ein kurzes Duell. Kurze Duelle gerade. Zeitmäßig. Der erste ging ja schnell vorbei. Der zweite, ja, war ein bisschen langwieriger. Aber jetzt hier haben wir schon wieder einen Kandidat, der hier 20 Jahre braucht. Machen wir jetzt einen wütenden Smiley. Komm. Sag ja oder nein. Geh auf nein. Geh auf nein. Geh auf nein. Aber funktioniert nicht. Schade. Ah, sehr schön. Es hat doch funktioniert. What the fuck? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Der nächste, der aufgibt, einfach so. Einfach so. 100 Coins, Alter, was? Okay. Und Darkrai! GX. EX. Darkrai EX mit düsterer Kopf. Eins, was ich brauche.
Oh! Oh! Vertretung! Richtig nice. Richtig nice. Und davon habe ich null. Das heißt, es ist das. Es ist das hier. Habe ich drei Vertretungen. Zoroa. Habe ich schon ein Zoroa-Break-Deck gemacht? Glaube nicht, ne? Ein Zoroa-Break brauche ich noch und zwei. Zwei Zoroa. Zoroark. Zoroark. Zoroa. 15 Minuten. Na komm, ein Duell machen wir noch. Einen machen wir noch. Zwar war das letzte, war gestern das Video zwar länger, aber ein Duell mache ich noch. Ich will doch endlich mal das Potenzial von Doppelkopf sehen. Komm schon. Ist zwar nice, dass ich jetzt hier Gegner habe, die aufgeben. Oh oh, ein Knackrack-Deck. Okay, das wird hart. Ah, vielleicht werde ich jetzt verlieren. Aber mal schauen. Mal gucken. The Silver Curra, ich begrüße dich. Begrüße dich. Du sagst im Münzwurf heraus, Kopf oder Zahl, was wählst du? Warten, wir warten, wir warten. Ich merke gerade, ich habe wieder das falsche Profil. Ah, verdammt. So, jetzt ist aber gut, oder? Ah, ich habe wieder das falsche Profil bei OBS angewählt. Ah, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt, ey. Das ärgert mich jetzt tatsächlich. Ich habe das falsche Profil. Ah, okay. Hm. Tut mir leid für die schlechte Quali. Vielleicht kriegt ihr davon nichts mit, aber ich weiß schon, dass es Unterschiede gibt. Naja, werden die letzten zwei Parts ohne 60 FPS sein. Aber da immerhin noch auf die 1080p, die aber trotzdem schlecht ist. Ah, verdammt. Ich habe dieses Twitch, Profil drin. Ach, komm schon. Verdammt. Ich muss aufpassen, ne? Ich muss wirklich aufpassen. Aufnehmen und Twitch und welches Format oder welches Profil ich gerade drin habe. Ach, Mann. Pipo mit ganz viel Zahlen. Hallöchen. Und können wir jetzt mal kämpfen, bitte? Oder gibst du auch auf? Ansonsten war es das eigentlich jetzt auch mit dieser Folge. Ich habe immerhin ganz viele Wins. Ich habe Darkrai EX geholt. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich kann jetzt auch nichts dafür. Okay, Münzwurf. Was gewonnen? Fang an. Also ich habe gewonnen, ne? Also, wir machen das folgendermaßen. Dimeteros. Argosso. Und für den Ausrüstung und Sorge kann ich ja eigentlich auch dafür sorgen, dass EP-Teile weggeht. Och, ernsthaft? Habe ich schon wieder so ein... Sag mal, was geht denn hier ab? Das ist der zweite. I love it. Aus dem. Irgendwo ist ein Pokémon. Mal schauen, was es ist.
Jetzt bin ich gespannt. Wie viel. Was ist das für ein. Denken auch, die geben sofort auf. Ah, hallo? Steck bitte? Will nicht. Will nicht! Da, da. Okay, das dauert jetzt noch ein bisschen länger hier. Da ist er gekommen. Da ist er. Ach komm schon. Ey, gib mir doch mal bitte ein. Ein letztes Duell noch. Ein einziges noch. Dann habe ich 6, glaube ich. Ich habe gar nicht mehr. Ich zähle gar nicht mehr mit, weil die alle jetzt nur noch aufgeben. Das ist gerade ärgerlich. Okay, wie sieht's mit dir aus? Kämpfst du vielleicht mal? Wieso geben jetzt alle so. Warum geben die alle auf? Verstehe ich jetzt. Das verstehe ich jetzt einfach. Hallo. Ganusir. Ganusai. Ich habe gewonnen, also ich fange an. Oh, das war gerade nicht so schön erkannt. Kämpfst du jetzt mal bitte ordentlich? Ja, du kämpfst ordentlich. Du kämpfst ordentlich, das ist gut. Du kämpfst ordentlich, das gefällt mir. So, und ich krieg hier nur Müll. Weißt du, jetzt fang ich damit an, oder was? Hör auf damit, Dick. Auf damit, ja. Das ist gut. Das ist gut. War vielleicht sogar eine EX drin. Ich fange jetzt. Ja, okay. Nachahmer. Ah, vielleicht könnte ich das gleich machen. Legen erstmal eine Karte hin. Gucken, wie viel er spielt. Nachahmer zieht genauso viele Karten, die er gerade auf der Hand hat. Wenn er jetzt so viele Karten hätte, dann würde ich gerne. Gerne. Nachahmer spielen. Oh komm, hör auf mit Banken. Ach, du wirst mich doch verarschen. Ist das dein Ernst? Das blöde Pantimos. Jetzt sag mir nicht, das ist... Ist nicht das Ausrüstungsdeck. Okay, das wird jetzt hart. Ah, die hat nur 4 Karten. Was soll das? Schönes Deck. Es ist, du bist wie von der Münze verkauft. Und zeigst du sie auf der Hand. Das hier ist. Lege eine beliebige Karte von einem Ablegeschreiber auf dein Deck. Was war das jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dreiflug, wenn dieses Pokémon keine Energie hat. Achso. Ja, okay. Was? Jeder Spieler muss so viele Karten ziehen oder ablegen, bis er 5 auf der Hand hat. Oh. Ach, Amaron. Wir jetzt gerade nichts. Weil er wahrscheinlich was anlegt. Okay, das wird. Es funktioniert doch nicht. Sagt er mir, ich soll was anvisieren, was nichts bringt. Antimos ist doch ein Weg. Bodyguard kann ich mit auch. Ist auch.
Doof. X war pures Gift. Stößt du. Okay. Okay. Wenn ich jetzt nicht mal ein. Da haben hier Plex. Soll ich noch warten? Ich kann gleich jetzt gar nicht angreifen mit dem Meteoros, ne? Das ist ja das Lustigste. Jetzt muss ich den Meteoros besiegen lassen, um weiterzukommen. Wenn überhaupt. Oder auch nicht. Weil er mich gar nicht lässt. Oder kriege ich was Besseres jetzt? Ah, nicht wirklich. Okay, ernsthaft, ich habe nur ein Tragosso. Der Rest ist in den Preiskarten drin. Das ist nicht dein Ernst, oder? Tragosso, das ist nicht dein Ernst. Ja, ich bin mal Nachahmerin. Okay. Ja, ja. Okay, okay. Nee, warte mal, Pokédex als letztes. So. Okay. Ich habe zwar keine Energie, aber was soll's. Ach, das wird ekelhaft. Also Leute, das wird richtig ekelhaft. Okay, ich hätte mal doch lieber aufhören sollen. So, jetzt habe ich immerhin das hier. Entwickle jetzt trotzdem. Ich brauche. Auch das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe null Energie, nichts. Hammerkopf. Ja, es hat keine Wirkung auf irgendwas. Ja. Schönes Deck und damit habe ich eigentlich auch schon verloren, weil diese blöden Fähigkeiten, dieses blödes Bodyguard, ne? Ah, oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft? Kriege ich mal bitte irgendwie Energie? Keine Ahnung. Ja, das werde ich verlieren. Das werde ich verlieren. Also ich kann nichts machen, wenn ich keine Energie kriege. Ich kann nichts machen. Oh, ich hasse das, wenn man nie Energie hat. Das ist doch so ekelhaft. Okay, ja, eigentlich. Ich brauche gar nicht mehr weiterkämpfen. Warum? Was mache ich denn mir vor? Wenn ich jetzt nicht langsam was bekomme, sieht es eh alt aus. Doppelfarblos. Komm, doppelfarblos. Bergenergie. Bergenergie. Hier kommen die Meteoros.
bringt eh nichts mehr. Wow, eine Energie. Warum besiegt der Meteoros und dann hat sich diese... Das... Ach! Das ist ein ekelhaftes Deck, was der Gegner hatte. Diese blöden Bodyguards und diese blöde Bankbarriere, ne? Eisen. Selbst wenn... Nee. Das hat keinen Sinn mehr. Ach, okay. Wir lassen jetzt. Jetzt sind ja auch so wieder 30 Minuten geworden durch das letzte Duell. Ja, gut, Leute. Ich bin echt erschöpft. Das ist unglaublich. Dieses letzte Duell, da hatte ich null Chance, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Also, will man eine Karte haben und dann kriegt man die einfach nicht. Und dann hat man noch Dragosse, die in den Preiskarten drin sind. Ja, da geil. Das sind ja echt gute Voraussetzungen für ein schlechtes Duell. Und dann noch die Fähigkeiten der anderen Karten. So hat das wirklich dann keinen Spaß gemacht. Aber gut, Glück für ihn, ne? Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.